Okay, einfach weiter. Immer schon Anton voraus, der die Wahrnehmung hat. Mein Gott, was ist hier passiert? Weiß ich nicht. Man kann es auch nicht angucken. Dann gucken wir uns mal an, was er dabei hatte. Ein Spielzeugfahrrad. Der arme Mann wollte nur mit seinem Spielzeugfahrrad hier, was früher mal als Zweirad oder Dreirad bezeichnet wurde, im Canyon spazieren fahren und schon ist er erschossen worden. Naja, gut. Das war noch ein Sanitäter, mein Gott. Die meisten Sanitäter sind ja mit Fahrrädern unterwegs, also mit Holzfahrrädern. Wieso hast du jetzt mehrere Dinge? Einfache Erste-Hilfe-Ausrüstung? Ja, kannst du euch auch haben. Ein neues Scharfschützengewehr. Und Munition, die keiner braucht. Woher nehme ich das alles? Ach ja, von euch noch. Okay, und ein Händler. Gary Niger. Warte mal. Ein neues Scharfschützengewehr. Ist das besser als meins? Wahrscheinlich nicht. Nein, es macht weniger Schaden. Die Trefferwahrscheinlichkeit ist genauso hoch. Entschuldigung, die kritische Trefferwahrscheinlichkeit ist genauso hoch. Alles ist genauso hoch. Wo man sagen muss, ah, sieht dieses Gewehr geil aus. Sieht wirklich, ich mag diese Zweibein-Gewehre, finde ich. Also ich mag einfach ein Zweibein, finde ich geil. Lieber als ein Dreibein. Ich habe keine Ahnung warum, aber ich mag es einfach vom Optischen her. Sieht einfach geil aus. Sehr professionell. Die Durchschlagskraft ist höher, muss man klar sagen. Braucht genauso viel AP. Die Reichweite ist wahrscheinlich einfach genauso hoch, wenn man den verlängerten Lauf mit ranbaut wie beim anderen. Also baue ich einfach auseinander. Gut. Du hast nichts, was mir hilft, also wirst du auseinandergebaut. In Einzelteile zerlegen. Was bekommen wir? 5 Waffenteile. Da kriegen wir aus der Pistole ja mehr. Das ist ja echt ein trauriger Ausbeute. Guten Tag, wer sind Sie? Was können Sie? Was machen Sie hier? Ein sehniger, Alter, was für ein geiler Blick. Ein sehniger, sonnengegerbter älterer Mann mit fettigen, graumelierten Haar. Seine rechte Hand und sein Unterarm sind gelenkig und aus Metall gefertigt. Ey, ich bin nicht mehr gerade, ob ich wirklich dieses Bild nehme. Und für den Baron nehme. Weil, guck mal, das passt doch perfekt. Das passt beim Aussehen hier. Wunderbar. Und ehrlich gesagt, stelle ich mir so den Baron auch so ein bisschen vor. Vielleicht noch mit ein bisschen volleren Haar. Aber ich finde das übelst geil. Das ist ein geiles Bild. Muss ich mir vielleicht noch merken. Das ist wahnsinnig. Wer hat das getan? Warst du das? Nein, ich kam nur zufällig vorbei und hab euch alle geplündert. Nein. Wer was dann? Das ist entsetzlich. Ich wollte wie üblich meine Eskorte zum Tempel abholen und dann fand ich dies. Sie sind tot. Sie sind alle tot. Erzähl's von deiner kybernetischen Hand. Brauchst du Hilfe? Nein, du brauchst keine Hilfe. Als was arbeitest du? Ja, genau. Ich bin Abfallhändler. Sie nennen mich Ray, den Recycler. Ich komme oft hierher und handle zwischen Damonta und dem Gefängnis. Wenn der Canyon wieder wird, wie er war, bevor die Mönche kamen? Nein, das kann nicht passieren. Ich wäre ruiniert. Das könnten die Spione gewesen sein, die wir im Canyon gesehen haben. Ne? Vielleicht nicht. Ja, das war wahrscheinlich der Fall, aber wir sagen es erstmal nicht. Womit handelst du eigentlich? Nun gut, ich könnte aus dem ganzen Desaster auch etwas Profit machen. Lasst mich euch zeigen, was ich habe. Achso, okay. Wie viel hast du denn? 465 Scrap habe ich ein bisschen Schrott, ich glaube schon. Das direkt wieder haben. Wunderbar, für 61. Du hast Apfelkern. Eine gesprungene Spritze. Super. Diesen Plakettenkriegen finden wir alle 5 Minuten. Hundehalsband brauche ich nicht. Kaputtes Werkzeug. Eine Pfeife. Teil einer zerstörten Waffe. Nehme ich doch mal eins mit. Thunfischdose, verstaubte Weinflasche und eine zerbrochene Sonnenbrille. Und das ist alles, was du hast. Ich bin so froh. Weißt du was, dann drehe ich dir selber noch ein bisschen was an. Zum Beispiel dieses Hochkapazitätsmagazin. Und jetzt bringen dann die Granaten hier. 100 Schaden. Auch das ist ganz okay, sag ich mal. Ich glaube, wir brauchen nicht mehr als eine Lakomatik. Und das Zeug verkaufe ich natürlich nicht. Eine Frage, hat irgendjemand was dabei, was ich nicht unbedingt gebrauchen kann? Dynamitstangen. Ach, ich habe noch wahnsinnig viele Granaten, die muss ich unbedingt Anführungsstrichen verbraten. Also ich mach's einfach. Ja, mit dem Bananenpudding, das ist immer schön. Da kann man Bananenpudding essen. Ganz toll. Ansonsten haben wir hier nichts wirklich doppelt, wenn ich das gerade richtig sehe. Heißt, wenn ich das richtig sehe. Ja, ist okay. Dann, bitte. Eigentlich wollte ich mit dir weiterreden, das war nicht der ursprüngliche Plan. Brauchst du Hilfe? Das ist... Da gibt es nichts, was du tun kannst. Ich hatte geplant, den ganzen Weg bis Highpool zu handeln. Aber wenn Titans Frieden gebrochen ist, gibt es keine Möglichkeit, die Reise zu machen. Ich schätze, ich werde einfach umdrehen und zurück nach Damonta gehen. Das ist ein trauriger Tag. Was hast du mit deiner Hand gemacht? Dr. Kyle vom Tempel des Titan Hospital gab es mir. Sehr hilfreich bei meinem Schrotthandel. Alte Maschinen zerreiße ich jetzt mit bloßen Händen. Ich hoffe, der Doc ist okay. Ich hoffe, sie ist nicht tot. Tot. Erzähl's mir, Dr. Kyle. Sie ist die erstaunlichste Chirurgin. Bisschen gendern hier bitte. Und sie hilft jedem, solange er Bargeld hat. Fragt in der Klinik einfach nach Dr. Kyles Spezial. Sie wird euch verarzten. Falls sie noch lebt, heißt das. Okay, mache ich das.
Auf Wiedersehen. Wenn ihr die Tiere findet, die das getan haben, gebt ihr eine Kugel für Ray. Besser noch, lasst sie leiden, sie verdienen es nicht besser. Warte mal, was spricht eigentlich dagegen, ihm jetzt von dieser Klapperschlangenmiliz zu erzählen? Da geht er auf die los und wird wahrscheinlich sterben. Ja, das ist nicht gut. Ich möchte jetzt Unschuldige sterben, das ist Quatsch. Aber ich hätte sonst gedacht, eventuell könnte man sie sonst schwächen. Okay. Wir dringen also weiter nach Süden vor. Also speichern vielleicht mal. Okay, jetzt speichern. Was? Räum den verdammten Wagen weg, sonst! Sonst was? Hättest du mit deinem bescheuerten Leibwächter mal auf den Hals? Pass bloß auf, ich habe meinen eigenen dabei. Genau das werde ich tun, du verdammter Bastard. Mein Mönch würde dich in 1000 Stücke sprengen. Leute, seid ihr alle dumm? Ach ja, das werden wir ja sehen. Auf sie, Mönch. Was stößt du da rum und hältst Maul auf dem Pfeil? Schnapp sie dir, du dämlicher Mönch. Seid ihr dumm beide? Ihr seid beide... Alter, seid ihr beide so dumm. Ja. Ich hätte möglicherweise eingreifen können, aber bin ich denn bekloppt und laufe zu zwei Mönchen, die sich beide in die Luft sprengen wollen? Ich sage nein. Alter, ihr seid doch alle dumm. Ja. Daran sieht man natürlich, dass die Mönche eine extrem durchdachte Strategie haben. Ach, guck mal, da hinten sind wieder, wie heißt die, Salamander? Gila-Monitore, ich verstehe diesen Namen nicht, aber egal. Energiezellen für die Rose, die sie kaum anwendet. Eine Diskette und Katzenmünze für den Meißel. Was ist das denn? Ringelschwanz eines Schweins. Ja, um die tut es mir tatsächlich leid. Das sind die Leidtragenden, neben den dummen Menschen. Scrap für dich, was ist das, Klebeband? Panzertape, gut, kann man immer gebrauchen. Was ist kein Schrott? Panzertape ist niemals Schrott. Ein Rückenschinken, das ist ganz schön makaber, aber auch ein bisschen geil. Ja. Ein Rückenschinken, herausgeschnitten durch eine Atomexplosion. Ach, genauso macht man das ja heutzutage beim Fleischer. Oder beim Zerleger, wie heißen die eigentlich? Den Fleischfabriken, die Schweine zerlegen. Ich nehme an, die heißen nicht Zerleger, sondern gelernter Tralala, aber letztendlich sind sie das. Und soweit ich weiß, ist das ein ziemlicher Knochenjob. So, wir kommen mal ab von diesem Thema und fangen wir an, diese Gila-Monitore zu töten. Erstmal kurz euch die ganzen entsprechenden Leute in den Vordergrund stellen, die schießen sollen. Nicht ganz unwichtig. So, so und so. Anton bleibt dahinter. Der Baron stellt sich hier hin. Kniet auch mal hin. Und wir fangen erstmal an mit dem Kampf, weil der Gila-Monitor uns vorhin gesehen hat. Das war kein großes Problem. Der wird eh schnell zerrissen, mich mal stark an. Kannst du noch angreifen? Kann er. Na gut, 4 Lebenspunkte sind nicht so tragisch. 86% auf den, das kriegen wir wohl hin. Ja, bleibt dabei. Die anderen beiden kommen ein Schrittchen näher. Können wir nicht mal angreifen, diese Runde, das finde ich sehr gut. Obwohl ihr ganz schön flink seid. Und bringt direkt den Mücken in Bedrängnis. Das ist ein bisschen schlecht für Scharfschützen. Jemanden direkt vom Lauf zu haben. Kontrolle verloren ist nicht weiter schlimm. Ja, ich hätte eh nichts geplant, nur ohne die Kontrollverlust. Ein Revolver, 38er, okay. Die Granaten habe ich hier nicht, sind vielleicht doch ein bisschen zu nah. Schieß einfach mal auf den. Ja, mach weiter. So. Du sollst natürlich zwei noch treffen, das wäre ganz gut. Und du kannst ihn zerlegen, aber jetzt leg lieber den da hinten, wenn das geht. Naja. Nur mal einen Schuss. Da hinten war gerade jemand mit 50 Lebenspunkten. Das war wahrscheinlich der Mönch, der immer noch. Das ist mein Phantommönch, der immer so ein bisschen im Hintergrund ist. Er tut einfach mal den. Stell ich das nächste Mal dahin. Du könntest jetzt einen Schritt weiter gehen. Und mit wesentlich besserer Chance auf diesen Gila-Monitor schießen. Ein Angriff. 4 Lebenspunkte. Ihr seid ja mittlerweile völlig nutzlos. Also völlig. Chancenlos gegen mich. Ja, musst du jetzt sehr viel Munition verschwenden? Ich sage nein, nimm doch einfach lieber die Pistole hier. Und schieß schön ins Gras hinter den Gila-Monitor, da erschreckt er sich vielleicht und läuft woanders hin. So, Rose, könntest du vielleicht mal den Herrn hier töten? Oder die Dame oder den Zwitter? Ich weiß nicht genau, wie die jetzt beschaffen sind. Sind Salamander eigentlich Zwitter? Gute Frage, die ich vermutlich am Ende der Folge vergessen haben werde. Wunderbar. Warte mal, du wechselst wieder auf deine... Ach ja, das kannst du kurz mal nachladen, deine Waffe. Wunderbar, dann gehst du das auf die Waffe wieder. Wir laden alle frei nach und nehmen uns irgendwelche Häut. Und Schwänze. Gila-Haut, Gila-Haut, Gila-Haut. Wie viel wiegst du eigentlich? 2 Pfund, immerhin. Und bringst $8. Naja, es ist gar nicht mal so viel. Wir speichern das Ganze.
war eigentlich ein Kampf, der keine große Bedeutung hat, schätze ich mal. Wir können nach Norden reisen, wir können nach Süden, Südosten reisen und nach Südwesten. Wir gehen jetzt erstmal nach Südosten. Letztlich, wenn wir sowieso alle diese drei Wege bereisen. Und stellen fest, dass wir hier bis jetzt nichts gefunden haben. Super, eine Brücke. Aha, toll. Brücken verbinden Orte und auch Menschen miteinander. Mein Gott, blöde Sprüche. Par excellence. Ist hier irgendwas Interessantes? Okay, hier decken wir einen großen Bereich auf und da sind irgendwelche Leute. Das sind wahrscheinlich irgendwelche Leute, die wir wieder beobachten. Gehen wir mal dahin. Oh, Kleid, Wasser, bitte habt ihr Wasser. Da ist eine Ziege gestorben. Ja, bestimmt, vielleicht haben wir Wasser. Wenn wir Wasser haben, kriegst du was. Ranger, Gott sei Dank, sind am Ende unserer Kräfte. Habt ihr Wasser? Sterben. Ja, komm, nimm Wasser. Danke für das Wasser. Ihr habt euch uns echt den Arsch gerettet. Kann man nicht vorstellen, dass wir ohne eure Hilfe noch lange durchgehalten hätten. Ist das Wasser ausgegangen? Ja, es ist ganz wichtig, dumme Fragen zu stellen. Ironisch, stimmt's? Verdurstende Wasserhändler. Wir wurden ausgeraubt am helllichten Tag, haben alles genommen, was wir hatten. 800 Galleonen mit lupenreinem Bisbee-Wasser. Ihr wurdet ausgeraubt? Sag mal, Anton, du bist echt der Fragenkönig der Welt. Die kommen an. Oh mein Gott, wir verdursten, wir brauchen Wasser. Ihr braucht Wasser? Wir wurden ausgeraubt, unser Wasser ist geklaut worden. Ihr wurdet ausgeraubt? Ja, Anton, Gesprächsführer Nummer 1. Ganz genau, das Zeichen des Titanen. Ein Mönch als Eskorte, der ganze verdammte Kram. Und trotzdem haben sie uns angegriffen. Haben den armen Mönch erschossen, bevor er seinen Stift ziehen konnte. Plünderer, nehme ich an. Auch wenn sie nicht wie Plünderer ausgesehen haben. Nicht dreckig genug. Ah ja, das war also wieder die Klapperschlangen-Miliz, die das Wasser geklaut haben. Die Schweine, hä? Erzähl jetzt mehr über diese Plünderer. Gibt sonst nicht viel zu sagen. Sie haben unsere ganze Fracht genommen und den ganzen Proviant. Aber sie haben eher ausgesehen wie... Nun ja, sie haben fast wie Ranger ausgesehen, bis auf die schwarzen Uniformen. Haben auch wie Ranger gesprochen. Captain hier und Sergeant da. Sie haben Uniform getragen? Jupp, aber keine Abzeichen. Professionelle Truppe, aber herzlos. Ich meine, sie haben uns nicht einfach abgeschlachtet, bloß aus Freude am Abschlachten, so wie Plünderer das machen. Aber sie hatten keinen Skrupel, uns irgendwo im Nirgendwo zurückzulassen. Ohne Wasser, ohne Medikamente. Die wussten, wir würden hier sterben. Langsam und hässlich. Hat sie bloß nicht gejuckt. Du bist ganz schön dumm von den Plünderern oder von der Klapperschlange-Miliz, dass sie den Tank nicht mitgenommen haben, wo das Wasser drin aufbewahrt wurde. Die hat es wahrscheinlich nicht mit den Eimern weggeschleppt. Braucht ihr unsere Hilfe? Danke, wenn ihr einen Sanitäter habt, wären wir dankbar, wenn ihr euch unsere Verwundeten ansehen könntet. Aber was wir wirklich brauchen, wäre jemand, der dem östlichen Außenposten der Mönche mitteilt, dass wir hier gestrandet sind und Unterstützung benötigen. Wir haben Bo vor ein paar Tagen losgeschickt, aber er ist nie zurückgekommen. Und ich habe niemanden mehr, der fit genug wäre, um ihn hinterher zu schicken. Ja, das machen wir, klar. Schade. Schade ist geil. Nein, das machen wir natürlich. Danke und vielen Dank für das Wasser. Ihr habt unsere Leben gerettet. Wenn es euch jeder Tabonta verschlägt, dann kommt vorbei. Wir haben dort einen kleinen Wasserladen. Wir füllen eure Flaschen auf. Umsonst. Vielen Dank. Verwundete habt ihr? Wer ist denn verwundet? Du nicht? Wer ist denn verwundet? Echter? Kein Mensch ist verwundet von euch. Warte mal, wir haben Sanitäter hier. Ja, ungültiges Ziel, weil kein Mensch verwundet ist. Ihr Eimer. Wir können die Ziege. Oh, vielleicht können wir die Ziege irgendwie. Nein. Ungültiges Ziel. Wir haben doch diverse Sachen hier. Vielleicht brauchst du auch das. Ich finde es eine Frechheit, dass Ziegen getötet werden. Nein, das Ziegenfeld bleibt an dieser Ziege dran, dass wir um Blasphemie das zu nehmen. Gucken wir uns kurz mal dieses Ding hier an. Bei näherer Betrachtung merkt ihr, dass der Wasserhahn des Lastwagens weit geöffnet ist und der Boden unter ihm etwas matschig ist. Der Wasserlastwagen hat also kein Wasser. Das ist absolut korrekt, ja. Lass mal was zum Ausgraben. Würde ich gerne mal kurz betrachten. Wie viel Wasser habe ich eigentlich gerade gegeben? Weiß ich gar nicht. Muss ich direkt mal nachgucken. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen Schrott gefunden. Und diesen Würfel, den ihr ebenfalls Meißel bekommt. Und diese Munition, die du bekommst, die bestimmt irgendwann total wichtig wird für uns. Speicher das Ganze mal. Gucken gleich mal, was wir... Nee. Wo findet man denn raus, wie viel Wasser man hat? Außer auf der Weltkarte. Ja, egal. Finden wir irgendwann mal raus, wenn es soweit ist. Hier ist also nichts mehr, was wir machen könnten. Okay, ach, wir können hier oben lang. Aha. Okay, da brennt es auch schon lichterloh.
Wer bist du? Bruder Gorski und Bruder Lamprey. Bist du der östliche Außenposten? Ein weiterer Checkpoint, wie nett. Im Namen des Titan, halt! Ist ja gut, wir müssen trotzdem mit euch sprechen. Ja. Ein rundgesichtiger Mönch mit buschigen Augenbrauen, einem emsigen Auftreten. Er hat auch einen robotischen linken Arm und linkes Bein. Er streckt eine metallene Hand aus, als sie auf ihn zukommt. Ich verlange eine Erklärung, Reisende. Mir wurde über Funk mitgeteilt, eine Truppe Ranger wäre auf dem Weg hierhin. Aber soweit ich weiß, wurde ihr von Bruder Shapiro begleitet. Wo ist der? Der ist auf Toilette. Er ist tot. Er hat sich verlaufen. Na, komm, die Wahrheit. Wie kann das sein? Schon öffnet sich die Tore. Shapiro ist tot, da öffnet sich direkt die Tore. Vor Empörung wahrscheinlich. Wie kann das sein? Er wusste doch, wie man sich verteidigt. Ja, indem man sich selbst in Luft sprengt, der Idiot. Ich meine, er war Schläger bei den roten Skorpionen. Die wir auch schon massenweise auf unserem Gewissen haben. Bevor er zu Titan gefunden hat. Und ihr habt ihn auf dem Gewissen. Wenn mich fragen würde, dann seid ihr, Ranger, mehr Ärger, als ihr wert seid. Aber meine Vorgesetzten fragen mich ja nie. Ich lasse euch passieren, doch denkt daran. Keine Eskorte, kein Schuss des Titan. Kein Entschädigungsanspruch, wenn euch jemand angreift. Ganz ehrlich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mittlerweile relativ froh, dass dieser Mensch tot ist. Weil eine Eskorte, die sich selbst in Luft sprengt. Mit Atomgranaten. Auf die verzichte ich doch gerne. Die Klapperschlangenmiliz hat der Kenny infiltriert? Nein. Kannst du uns was über die robotischen Gliedmaßen sagen? Titan segnet Dr. Kyle. Ich hatte das Pech, von einer Explosion erwischt zu werden. Als einer meiner Brüder seine Atomgranate gezündet hat und eins mit dem großen Glühen wurde, habe ich ein Arm und ein Bein gekostet und ich war sicher, ich würde sterben. Aber Dr. Kyle, die Chirurgin in unserem Krankenhaus, leistet wahre Wunder und hat mich stattdessen mit diesen erstaunlichen Prothesen ausgestattet. Sind sie nicht unglaublich? Ich stehe für immer in ihrer Schuld. Prothesen? Wo kriegst du eine Prothese her? Ich brauche unbedingt einen dritten Arm. Wenn ihr genug Geld habt, wird sich Dr. Kyle um euch kümmern. Ihr müsst nicht mal verletzte Gliedmaßen haben. Fragt einfach an der Tempelklinik nach Dr. Kyles besonderen Diensten. Dann bringt mich mal zu euch. Da könnte ich den Dr. Kyle vielleicht eine Bekanntschaft, gleich bekannt machen mit den Leuten, die diesen wundervollen goldenen Gleisnagel anbieten. Weil die schneiden sich ja alle paar Minuten die Gliedmaßen ab und können dafür wunderschöne Prothesen bekommen. Ist das nicht super? So bringe ich einen zum anderen. Mensch, ich bin ein Diplomat. Was ist mit dem Krankenhaus? Jeder, der Tribut entrichtet, kann das Krankenhaus in Anspruch nehmen. Es ist das Beste im Ödland. Dafür kann ich persönlich die Hand ans Feuer legen. Ja, kein Problem. Die würde auch noch anfangen zu glühen. Nichts weiter. Wir setzen ausschließlich hochqualifizierte Ärzte ein und verwenden die fortschrittlichsten präapokalyptische Technologie. Wenn es euch nicht gut geht, dann entrichtet den Tribut und stellt euch bei den Ärzten vor. Sie werden sich um euch kümmern. Okay, wir kommen jetzt zum Tribut. Ich nehme an, ihr kennt die Abmachung inzwischen. Wir bitten jeden Reisenden um einen ihm angemessenen Tribut. Ihr Jungs seid zufällig gut darin, zu dunklen, unheimlichen Orten herumzustöbern. Das also ist das euer Auftrag. Was kannst du uns über Dr. Kyle sagen? Sie hat erst kürzlich uns zum wahren Glauben gefunden, aber sie ist ein leuchtendes Beispiel für uns alle. Sie ist eine brillante Wissenschaftlerin, eine mitfühlende Chirurgin und sie glaubt wahrhaftig an Titan und das große Glühen. Wir sollen uns alle bemühen, ein bisschen mehr wie sie zu sein. Atomgranaten? Der Zorn ist Titan in einer bequemen Mitte mit dem Größe. Wie schön. Wir haben ein paar tote Mönche beim Außenposten 2 gefunden. Wir wurden aus dem Hinterhalt angegriffen. Nein, sie wurde aus dem Hinterhalt angegriffen. Speer bei der Brücke. Wir haben ein paar KSM-Speer bei der Brücke gefunden. Erstmal die toten Mönche. Ein Hinterhalt, diese Schurken. Das darf nicht ungesühnt bleiben. Ich werde einen Bericht an Vater Enulua schicken. Ach ja. Und wir sind auf ein paar Wasserhändler gestoßen, die ausgeraubt wurden. Sie möchten, dass ihr Hilfe schickt. Redet ihr von Clyde und seinen Jungs? Das ist ja schrecklich. Wir werden sofort einen Wagen für sie losschicken. Vielen Dank, dass ihr uns Bescheid gesagt habt. Wisst ihr denn, wer sie ausgeraubt hat? Männer in Uniform, Eindringling. Komm, ich sag's einfach mal. Ja, diese Schurken wird schon seit mehr als einer Woche gemunkelt und die Zahl der Vorfälle steigt. Ich befürchte, dass es sich nicht um normale Plünderer handelt. Ich habe Vater Enola im Tempel einen Bericht über diese Leute vorgelegt und ein paar meiner Brüder ausgeschickt, um mehr über sie zu erfahren. Die Brüder sind noch nicht zurückgekehrt. Ich bin sehr beunruhigt. Ich hoffe, Vater Enola schickt mir bald eine Antwort mit neuen Befehlen. Tempel des Titan, hast du gerade erwähnt? Der Tempel des Titan ist unser Heim und auch das Heim des Titan. Wir verehren ihn in den Katakomben und betreiben dort auch das Krankenhaus. Es kam, was es kaum wusste, also der Titan. Titan ist der große Gott des Atompilzes. Er ruht unter unserem Tempel, bis er gerufen wird. Und wehe denen, die seinen Zorn wecken, denn sie sollen von Antlitz der Erde gelöscht werden. Ich glaube, immer wenn ich den Tempel des Titans anklicke, kriegen wir immer dieselben Antwortoptionen. Jetzt kommt der Zorn des Titan. Der Zorn des Titan ist Vernichtung. Sie verbrennt alles und vergiftet das Land. Bedroht uns und ihr sollten uns in diesem Feuer brennen. Ja, eine schöne Ansage. Vielen Dank dafür. Bis dann, Ranger. Und... denkt daran, wenn ihr ohne die 3 Schlammcontainer zum Tempel kommt, bleibt das Tor zu. Sorgt dafür, dass ihr euren Tribut einsammelt. Habe ich ja schon. Woher weißt du euch davon? Ach ja, Funk wahrscheinlich. Rose sagte, oh schaut mal, dieser Mönch war beim gleichen Arzt, den ich auch in Anspruch genommen habe. Aber seine Operation war viel teurer. Tolle Arbeit, tolle Arbeit. Schön. Bruder Lamprey, kann man mit dir reden? Nein. Hier
kämen wir also durch, wahrscheinlich irgendwie zum Tempel. Ich will mal erstmal gucken, was hier oben noch ist. Hier brennt irgendwas, vielleicht kann man noch irgendwas mitnehmen. Über einige der niedrigen Berge im Norden steigt eine Rauchsäule auf. Der Wind weht euch den Geruch verbrannter Leichen entgegen. Da muss ich hin. Barbecue bin ich immer dabei. Und wir finden nichts. Im Windschatten einer unterhöhlten Schluchtwand findet ihr die rauchende Ruine eines großen Plündererlagers. Verbrannte Körper überall, Nahrung für die Geier, die bei eurer Ankunft aufsteigen. Der ganze Ort riecht nach Grillparty und Tod. Ja, da unten einen Tresor vergessen. Ich möchte in Agonie sterben. Nein, lassen wir erstmal sein, den Tresor. Kann ich wahrscheinlich eh nicht knacken, weil ich zu schlecht bin bei allem. Gehen wir doch erstmal durch das Tor durch. Wir können natürlich weiterhin noch dahin gehen. Also diesen Bereich haben wir noch nicht erkundet. Machen wir später. Gehen wir erstmal hier hin. Ich will erstmal zum Tempel und diesen verdammten Schlammcontainer loswerden. Aber ich wette, mindestens ein Kampf steht uns noch bevor. Weil ich so verdammter Optimist bin. Speichern. Da ist ein Atomzeichen, das ist immer gut. Ah, das ist der Tempel wahrscheinlich. Ah, natürlich Atombunker. Das Raketensilo. Werewolf Wally here with another shameless plug from my hometown, Del Monte. Del Monte's got everything you could want. Motel, bar, garage, diner, freshwater, scenic attractions, the best oldie station in Arizona, and the highest standard of living too. Ever heard of air conditioning? Well, we got it, and you won't believe how good it feels. That's capital D, Del Monte. Stop on by. Der Tempel ist Teil drin, da geht's lang. Wir erstmal kurz mal gucken uns das hier an. Das ist ein Ort, den wir gestern schon besucht haben im Stream. Area 51, der Atombunker. Nein, ist nicht die USX. Eine niedrige Betonplatte hebt sich vom dürren Gestrüpp der Wüste ab. Vom Durchmesser her entspricht sie dem Hubschrauberlandeplatz der Zitadelle. Doch wurde sie großflächig mit der Ziffer 6 beschriftet. Eine dünne Linie, welche durch die Mitte verläuft, bringt dich auf den Gedanken, dass es sich um eine Art von Toröffnung handeln könnte. Wenn du nur wüsstest, wie man es öffnen könnte. Egal, was ihr versucht, ihr schafft es nicht, die Tür zu öffnen. Es gibt keinen Schalter, Hebel oder Knöpfe in der Nähe. Nicht einmal ein Schlüsselloch. Sie scheint wie versiegelt. Das ist auch ganz gut so bei Atombunkern. Die müssen jetzt nicht unbedingt von außen mit einem dummen Knopf geöffnet werden. Aber wir haben hier noch eine Kiste oder ein Tresor. Das ist ein Tresor. Eine Kiste. Vielleicht sind Schätze drin. Ja, ein Würfel. Dann etwas für ein dreiköpfiges Schlammerlett für Führung. Die brauchst du zwar nicht mehr wirklich, aber egal. 5,56mm Munition gebe ich dir. Die brauchst du. Und das kriegst du auch. Toll, Mensch. Einfach nur eine Kiste, einfach so zum Öffnen. Gehen wir mal zum Tempel des Titan und leeren den verdammten Klärschlamm los. Ja, ich würde sehr gerne da hingehen. Mit all meinen Gruppenliedern. Das wäre super. Famos und bravoresk praktisch. Seht ihr? Der Ladebalken ist jetzt ein bisschen 3D-esk. Ist trotzdem nicht schneller. So. Was finden wir denn hier? Wie groß ist die Karte? Verdammt groß, wie auch schon die andere Karte. Wunderbar. Da oben ist irgendjemand. Ist was, ich gehe einfach dahin. Guten Tag. Mönch, Schütze. Kann mit dir reden. Selbstmordmönch. Guten Tag. Hallo. Ihr redet nicht mit mir. Du. Auch nicht. Dann lasse ich gerne weit hinter mir. Werewolf Wally here, and say, has anybody else in town noticed robots coming out of the old airplane graveyard? I don't want to alarm anyone, but I thought those things were dead. Wir haben also schon erst inoffiziellen Auftrag bekommen von Da Monta. Mags, hey, anybody? Come on, folks, don't leave your old pal Wally in the dark. Come on, call if you're reading me. Ist klar. Hello? Da Monta wird gleich von Robotern überrannt. Krass. Guten Tag, wer sind Sie, Dale? Ein struppiger, schäbiger Typ in einem Batik-Shirt und Fransenlederjacke. Er trägt ein Halstuch über seiner Stirn und einen dreckigen Rucksack. Als du dich näherst, kommt er dir entgegen, lächelnd. Er scheint nett zu sein, aber auch auf Droge. Er schwitzt und ist nervös. Ich glaube, es ist immer gut. Schwitzen nervöse Leute in der Nähe von Selbstmordattentätern, also Selbstmordmönchen. Prima. Ach, guck mal, unser General. Danke fürs alle alten Bros. Hör zu, ich brauche ein echtes Wunder. Mein Mädchen Betty ist zu. Sie ist kurz bevor unser Baby, sie ist kurz davor, unser Baby zu bekommen. In Da Monta. Ich muss durch die Safe Zone, um mit ihr zusammen sein zu können. Das Problem ist, ich habe mich die Tribute, die die Mönche fordern. Sie wollen, dass ich ein wenig wahnsinniges radioaktiver Schmodder besorge. Gibt es die Möglichkeit, dass ihr mir helfen könnt? Es wird sich auf jeden Fall lohnen, wenn ihr erstmal im Tempel sind. Mal gucken. Zunächst einmal, warum würden sie gerade dich holen, Schlamm holen lassen, wenn du ein Händler bist? Ach Mann, das weiß ich nicht. Ich schätze, sie sind angepisst, weil ich immer verloren habe und von meiner Eskorte getrennt werde.
verloren, geh, Entschuldigung. Wenn ich hier langkomme, ich bin halt geistesabwesend, wisst ihr. Betty Mäh ist die Schlaue in der Familie. Ja. Klugscheißer Stufe 5. Was ich nicht bin. Was ich wirklich nicht bin. 4 bin ich nur. Mist. Gehen erst an den Tribut. Was ist mit Tribut? Bro, ich bin total abgebrannt. Wurde um alles betrogen, was ich in Vegas noch hatte. Ich habe nichts zu handeln. Ich bitte nur um ein bisschen menschliche Güte. Bessie Sue, die übrigens mal anders heißt, ist so krank. Ich habe Angst, sie könnte sterben, bevor ich zurück bin. War nicht eben noch schwanger? Krank, schwanger? Klugscheißer Stufe 4. Da können wir nochmal einhaken. Krank, genau. Krank? Ich dachte, du hättest gesagt, sie wäre schwanger. Genau. Ich meinte krank wegen der Schwangerschaft. Die läuft nicht gut. Kumpel, ich habe Angst, dass sie während der Geburt stirbt. Deshalb muss ich so schnell nach Hause. Bertha Sue, ist klar. War schon ein bisschen kränklich, wenn du verstehst, was ich meine. Boah, ich brauche Klugscheißer Stufe 5. Verdammt, Bertha Sue, ey. Wer da was ist Titan? Ja, Kumpel, Titan ist der Gott der verrückten Mönche. Ich weiß nicht, was er ist. Ein Riesenroboter oder sowas. Egal. Jeder hier hat eine solche Scheißangst, dass sie alles exakt das machen, was die Mönche von ihnen verlangen. Daher will ich hier durch. Ich möchte keinen Roboter, der mit Strahlenwaffen nach mir schießt. Scheiße, Mann. Betty Lou, ist klar, würde mich umbringen wollen, sollte ich hier sterben. Ja, das ist immer clever. Ich brauche unbedingt Klugscheißer Stufe 5. Wir brechen jetzt ganz kurz den Dialog ab. Hast du noch Punkte übrig? Oh, bitte. Ich glaube nicht mehr. 2 Punkte, ja, nicht genug für Klugscheißer Stufe 4. Mist, ich wollte es auf 5 mal irgendwann erhöhen und habe dafür Scharfschützengewehre genommen. Ja, gut, muss Prioritäten setzen und das habe ich getan. Ich habe noch keinen Spotter gefunden. Also bewegt euch, Amy Sue's Baby wird nicht ewig warten. Leute, deine Frau heißt Amy Sue. Habe ich Amy Sue gesagt? Ich meine Baby Sue. Genau, schon wie Betty Sue und Bertha Sue, genau. Ich meinte Baby Sue. Baby Sue. Ja, genau. Reden wir erstmal weiter. Was ist mit den verrückten Menschen? Diese Wichser sind verrückt, Bruder. Selbstmörder. Jagen sich in die Luft, sobald sie dich sehen. Und sie dienen diesem Gott Titan, so nennen sie den. Der soll so ein knallharter Typ sein, dass er das ganze Land ausradieren kann. Immerhin sind sie besser als die Plünderer, die vorher hier waren. Wenigstens weißt du jetzt, dass du nicht ohne Grund verarscht wirst. Wir können dir etwas von dem Schlamm geben. Nee, können wir nicht, weil wir nur sehr begrenzte Ressourcen haben. Wir brauchen selber alle 3 Schlammpakete, tut mir leid. Was ist eigentlich die Safe Zone? Kapier es, dieser ganze Canyon wird von den verrückten Menschen kontrolliert und sie lassen keinen Scheiß auf ihren Besitz zu. Solange ihr eine Eskorte habt, könnt ihr hier nackt auf einem Schubkarren voller Gold schieben durchlaufen und so sicher sein, als würdet ihr einen Panzer fahren. Ja, sicher, bis sich Leute selbst in die Luft sprengen. Super. Du hast von der Monta gehört? Yep, da Monta ist die Siedlung auf der anderen Seite von Titan Canyon. Ich und mein Mädel haben da draußen eine Hütte und ich muss wirklich dorthin zurück. Wer ist Betty Sue? Mein altes Mädchen, der Sonnenschein meines Lebens. Sie ist knapp davor zu werfen, wenn du weißt, was ich meine. Und ich möchte dir zu dem gesegneten Ereignis zurück sein. Das glaube ich dir gerne. Ich muss da trotzdem mal weiter. Bis später. Ja, ja, ist klar. Wir müssen erstmal selbst ganz kurz ein bisschen unseren Auftrag erfüllen. Tut mir leid. Falls wir irgendwann in die Lage geraten können, dir selbst zu helfen, außer indem wir unser eigenes Tribut abgeben, werden wir es tun. Wer bist denn du? Ein Plünderer Grenadier. Vielleicht gehe ich doch mal nicht zu dir. Ein Pistolenschütze. Ich kann dich alle wunderbar töten, das ist kein großes Problem. Aber ich habe gerade keinen Grund, das zu tun. Deswegen gehe ich dir mal in Richtung Tempel, wenn das irgendwie geht. Ich muss auch nicht zwanghaft die Kämpfe suchen, obwohl ich gerade Bock habe zu kämpfen. Und ich habe auch die Möglichkeit, gerade zu kämpfen. Wie schön. Mensch, das ist ja traumhaft. Geil. Hallo, Freunde. Na, wollt ihr sterben? Ach, guck mal, wir haben es schon wunderbar in Form eines umgedrehten Kreuzes aufgestellt. Das ist definitiv ein Zeichen. Also, das ist definitiv ein Zeichen. Wie geil. Gehen wir doch mal dorthin. Wer von euch ist Grenadier? Plünderer Schnittmeister? Schnittmeister? Revolverheld? Ach, das ist ehrlich, Affen. Ja, der kleine Esel kommt an, der Schnittmeister. Du wirst ein blaues Wunder erleben, wenn er hier in die Nähe einer unserer Pastolenschützen kommt. 10 Lebenspunkte, geh doch spielen, Mann, guck mal. Wieso hast du eigentlich bei dem 50%, Mann? So. Ja. Tschüss, ne? Ich habe gesagt, tschüss, das soll jetzt irgendwie cool wirken, dann sollst du ihn töten, hast du aber nicht geschafft. Das ist schlecht. Naja. Wir haben ja noch einen mit einer schweren Waffe, die er richtig durchziehen kann. Ich würde aber ganz gern vorher vielleicht hier hingehen, um keine von meinen Leuten zu gefährden. 54 Punkte, was ist denn heute mit euch los, sag mal?
Revolver King. Ich schieße ruhig mal auf den da. 24 Punkte, 40 Punkte. Nummer, wunderbar, läuft. Ja, komm. Tut ja ordentlich Not hier. Du bist dran, das ist gut. Wenn du noch einen Schritt vorgehst, hast du noch genügend Punkte? Ja, hast du gerade so. Um dem mal Folgendes zu zeigen. Wow. Das hat sich halt steil gelohnt. Am besten nimmst du diesmal Schrotflinte. Das ist auf die Erfahrung mit den Leuten ganz schön geil eigentlich. Eine gute Idee. Geh doch mal einen Schritt zurück. So erhöht sich 16% auf 61%. Schießt aber trotzdem auf den da. Oder auf den da. Schade, hättest du noch durchschießen können. Wäre kein Problem gewesen. Du hast immer ein Scharfschützengewehr. Und gehst noch einen Schritt hin zurück. Ich ramme dir meine Faust in die Rachen, bis es im Arsch wieder rauskommt, weil du einen Arm von 2 Metern hast. Klappt ja immer gut. Jetzt bekommst du eine schöne Tracht Prügel. Ach komm. Von wem denn? Von dir? 10 Lebenspunkte? Bitte euch. Das war ein völlig ungerechtfertigter Akt der Brutalität, die ich einfach so nicht hinnehmen kann. Ihr werdet dafür zahlen, meine lieben Freunde. Ihr werdet dafür bitterlich zahlen. Ihr kriegt so aufs Maul, dass ihr nicht mehr richtig sehen könnt, meine lieben Freunde. So, hier sind also Plünderer, ja? Plünderer. Mhm. Warte mal. Ja. Dich kurz alleine. Mhm. Das ist ganz gut so. Ja, Moment. Hattest du nicht? Nein, du warst das nicht. Nein, nein, du warst das nicht. Ja, ja, okay. Halt das mal. Halt das mal bitte. Das kannst du mal kurz mitnehmen. Brauchen wir gerade nicht. Du brauchst. Guck mal, Spitzgranaten sind doch schön gerade. So, ne? Mal alle nachladen. Speichern. Ich muss hier kurz mal ein Exempel statuieren, dass ich mal euch zeige, was hier los ist. Niemand tötet meine Ziege. Kevin McCoy geht hier hin. Ja, es ist ganz gut so. Anton, hast du noch so als Alternativwaffe? Du hast also als Alternativwaffe eine Granate. Das ist eine gute Idee. Genau. Rose, du hast einen Revolver und eine Rohrbombe. Genauso groß das sein. Und Georg Born von Senk hat eine Über-Unter-Schrotflinte. Das wird interessant. So. Ich würde sagen, wir läuten den Kampf mit einer schönen Salve aus einer schweren Waffe. Sowas ist immer schön. Wow, naja, gut. Kommt ruhig näher. Ja, alle schnell auf einen Haufen, finde ich völlig in Ordnung. Wer ist denn dran? Mücke ist dran. Ja, schieß mal auf den da hinten. Dass mal angelockt wird ein bisschen. Nochmal? Leider nicht. Ja, alle schön nebeneinander stellen. Ach, schade. Boah. Okay, da kommt das erste Schrotflintenfutter angelaufen. Kontrolle verloren. Da steht Rose übrigens noch in der Nähe, ich wollte es nur erwähnt haben. So, du kannst eine Granate werfen. Mach das doch mal. Oh. Blutet ihr? Rose. Boom. Penner, ey. Und nochmal ein Schüsschen. Genau. So, 80%, das ist doch genehm. 46, warum nur 46? Weil die gar nicht mal so schlecht sind, oder? Eine 4er Abwehr. Zug beenden. Na, schau mal einer an. 100%, da schreibe ich auch noch Aberforth. Vielleicht mache ich das am besten mal nicht so. Vielleicht stelle ich mich lieber dahin und treffe. Wie kann ich denn jetzt bitte verfehlen? 66%, das muss aber klappen. Genau. Und ja, komm. Tschüss, mein lieber Freund. Ja. Wunderbar. Vielleicht solltest du mal einen Schritt dahin gehen und dann schießen.
Oh, du blutest. Das ist aber unangenehm. Nee, Granate darf man am besten nicht mehr. Das ist ein bisschen sehr gefährlich jetzt. Geh ruhig mal dahin. Und schieß dir aus der Nähe in die Brust oder so. Zug beenden und Rose ist nochmal dran. Tschüss. So, tut mir leid, dieses Exempel musste ich statuieren. Aberforth darf nicht einfach mal so sterben von einfach so einem komischen Plünderer-Revolverhelden, ey. Das ist ja eine Frechheit gewesen. So. Ja. Speichern wir das Ganze mal, laden doch mal nach. Und werden euch wieder eure normalen sekundären Waffen zurückgeben. Warte mal, du kannst mal die Rohrbombe haben, die müssen eh langsam mal weg. Wurde mir ganz richtig gesagt, die machen irgendwann immer weniger Schaden für uns, deswegen ist es Quatsch. Du brauchst als Alternativwaffe, bist du eigentlich Catherine McCoy. Die nimmst du ja deinen Dingens, genau. Man nimmt noch ein paar mehr Granaten, also ein paar mehr Rohrbomben. Du bleibst so, genau, du... Nimm ruhig mal das Ding. Als Alternativwaffe und du eine schmutzige Granate, die können wir mal verkaufen, nimm lieber das Ding. Und du hast nicht mehr gerade viel Munition für deine Waffe, oder? Exakt 0 Schuss. 0 Schuss ist nicht so viel. Dafür hast du 9mm Munition aus irgendeinem Grund, die ich eigentlich dir geben könnte. Ich muss Catherine, glaube ich, mal ein paar Patrönchen wegnehmen. Ich brauche dringend einen Händler für die 5,56 mm Munition. Speichern. Und weiter geht's, aber hier noch hier was zu plündern. Ein Messer. Ein Kampfmesser. Klingenmesser, Klingenwaffen hat aber keiner von uns, deswegen kommt es gleich zerlegt. Ein Gurkenglas. Anfangs schon wieder überlastet. Ein Erste-Hilfe-Päckchen, wie schön. Eine weitere Waffe zum Zerlegen. Ein paar Patronen für dich. Oder auch für dich, ist eigentlich egal. Und einen Würfel. Und wir zerlegen noch ganz kurz die beiden Waffen. Und danach machen wir kurz einen kleinen Schnitt. Wir sehen uns ja eh gleich wieder. Drei Waffen sogar. In Einzelteile zerlegen, genau. Hier habe ich wahrscheinlich irgendwann die Möglichkeit, ein Griffband zu bekommen. Nehme ich mal an. Leichte Gewichte, Lederband, Griffband, Waffenteil. Okay, ist ganz schön vielfältig. Ein Griffband, guck mal an. Dafür, dass es einfach nur ein Messer ist. Und noch ein Griffband, wie schön. Okay. Dumme Menschen sind gerade gestorben, weil sie die Frechheit besessen haben, sich mit meiner Ziege anzulegen. Und vor allem mit den großen Brüdern und Schwestern der Ziege. Wir sehen uns gleich wieder in der nächsten Folge, wenn ich halt in diese Richtung gehe und hoffentlich irgendwann auf den Tempel des Titan und auch hoffentlich auch meinen Händler treffe. Bis gleich.